Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was anderes, und zwar einen Bürostuhl. Dieser wurde mir freundlicherweise von Songmix geschenkt. Ich darf ihn behalten, nachdem ich ihn hier reviewed habe. Was ich darüber sage, ist zweitrangig. Bezahlt wurde ich übrigens nicht. Da haben wir das erstmal abgehakt. Ich habe mir diesen ausgesucht. Die haben ja noch viele andere in ihrem Shop hier auf Amazon. Aber mir gefiel dieser am besten, weil das Drehkreuz hier glänzend silber ist und ziemlich gut gepolstert. Sieht das Ganze auch aus. 100 Euro ungefähr kostet er. 105,99 um genau zu sein. Ich zeige euch auch gleich nochmal, wie er drauf kommt. Ja, höhenverstellbar und so weiter. Ist ja ein Bürostuhl. Relativ günstig. Also sehr günstig, um genau zu sein. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Hier müssen wir dann drauf gehen, um ihn zu erwerben. Das ist halt ein Übertrittsanbieter. Und hier gibt es noch eine Menge Details in der Beschreibung. Könnt ihr ja selber auch nochmal nachlesen. Dann Link ist in der Videobeschreibung. Und die Kundenbewertungen sind auch sehr gut. Also, naja, bin ich ja mal gespannt, was uns dann im Endeffekt hier drin erwartet. Und ja, keine Zeit verlieren. Direkt einfach mal auspacken. Ich habe wirklich noch nie einen Stuhl ausgepackt oder zusammengebaut. Mir hat damals mein Vater meinen Bürostuhl geschenkt. Das ist ein schönes Ding. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob ich das überhaupt alleine hinbekomme. Aber ich hoffe mal, ja. Werkzeug habe ich auch einiges zu Hause, aber ich denke mal, das, was nötig ist, ist hier drin. Uiuiui, hier ist ja. Oh, das ist ja Wahnsinn. Okay, ich springe das erstmal und pack alles aus. Sieht doch schon mal ganz gut aus, das Ding, oder? Ja, das bleibt an Müll übrig, nachdem alles ausgepackt wurde. Das hier ist die Verpackung, da kann man dann wenigstens alles reinschmeißen. Das sind die Einzelteile, die Sitzpolster und hier haben wir die Schrauben sowie das Werkzeug, Bedienungsanleitung und die Rollen. Es scheint alles da zu sein. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie das Ganze zusammengebaut wird. Und zwar, na, wo haben wir es denn dann? Also hier ist eine Auflistung, was alles drin ist. Und das war's. Das ist die Montageanleitung. Ach du meine Güte. Ja, entschuldigt den Baulärm draußen. Ich hasse mein Leben. Nein, so sieht's aus. Schritt 1, die Rollen festschrauben. Schritt 2, zwei Personen sind erforderlich. Steht hier. Ne, ich hoffe, das kriege ich auch alleine hin, und dann Step 3, also das Montieren hier, und dann ist der Stuhl schon fertig. Also das sieht sehr, sehr einfach aus. Ich bezweifle, dass das so einfach ist. Es scheint, dass diese Räder einfach nur hier drauf gesteckt werden müssen. Es ist wirklich so, ich weiß es nicht. Naja, gut, also das ist auf jeden Fall so simpel, wie es nur sein kann. Braucht zwar ein bisschen Kraft, aber passt sofort. Auf den ersten Blick wirkt das Drehkreuz eigentlich ziemlich massiv. Die Rollen, naja, könnte schlechter sein auf jeden Fall. Hätte ich jetzt minderwertiger erwartet. So. Eine müssen wir noch reinrammeln. Ne, war's ja schon. Achso, es gibt zwei Ersatzrollen. Da haben die aber nicht gerade sehr viel Selbstvertrauen in ihre Produkte, wenn man gleich zwei Ersatzrollen hinzulegt. So könnte man es sehen, man kann es natürlich auch positiv werden, man hat halt zwei Ersatzrollen. Okay, und da haben wir das Drehkreuz. Es funktioniert, Halleluja! Okay, ich bin jetzt schon dabei, hier die Armlehnen zu montieren. Geht auch ganz einfach, wenn man alleine ist eigentlich. Man muss halt nochmal kurz halten, immer Schlüssel passt. Dann darf sie nur nicht falsch rummontieren. Man sollte halt den Stuhl wirklich erstmal so ein bisschen hinlegen und dann alles dran halten, damit auch alles richtig rum ist. So, aber es geht natürlich sehr einfach, ist auch nur ein bisschen Schrauberei. So, haben wir die erste schon so gut wie dran. So richtig stabil sieht das noch nie aus, aber wenn es dann festgezogen ist, wird das schon halten. Naja gut, also vergleichbar mit meinem Stuhl, auf dem ich immer sitze am PC, ist es nicht. Aber na gut, für das Geld dieses guten Stücks kann ich hier, glaube ich, 12 oder 13 von denen kaufen. Da darf ich mich daran nicht orientieren. Aber ich habe halt keinen anderen Vergleichspunkt. Das müsst ihr nachvollziehen, bitte. So, und da ist die zweite Armlehne. Ach du Scheiße. Auch schon montiert. Okay, jetzt plattet ihr das Zeug ab.
mein Leben. Na gut. Die Dinger sind ein bisschen unangenehm hier reinzumachen. Na gut, passt schon. So, jetzt haben wir das und jetzt kommt natürlich nach unten die Platte dran. Hier ist noch ein Pfeil vorne, der nach vorne zeigt. Okay, so ist richtig. Mann. Na gut, muss man halt sich vorher mal erstmal angucken. Ich finde es besser, wenn man das so designt, dass der Abstand dieser Schrauben einfach so breit ist und der hier vorne einfach so, dass man es einfach nicht falsch machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Naja, egal. Okay, jetzt fehlt mir in der Anleitung der nächste Schritt irgendwie. Ist irgendwie vertan? Nee. Jetzt muss ich improvisieren. Es tut mir wirklich leid. Ja. So, hier nur halb anziehen, damit das Ganze noch ein bisschen Spiel hat. Denn wir müssen es ja noch auf der anderen Seite jetzt hier reinrammeln. Oh, nein. Das ist schlecht. Hätte ich das jetzt fast voll angezogen, hätten die Schrauben abbrechen können. So ist es zum Glück nicht passiert. Uff, nochmal umdrehen, ich komme schon wieder ins Schwitzen. So, jetzt wird nochmal gerammelt hier. Na komm. Jawohl. Jawohl, ist es drin. Puh. So, Schrauben sind drin und jetzt natürlich wieder diese Abdeckung hier drauf. So. Und auch die hier. So, jetzt auf die andere Seite, dann ist das Gröbste wahrscheinlich überstanden. So, der Stuhl ist fertig. Ihr habt gar nicht gesehen, was ich jetzt gemacht habe, aber ich dachte, das ist falsch, was ich vorhab, deswegen habe ich es jetzt gar nicht aufgenommen. Aber man steckt einfach dieses Ding hier rein und schiebt dann das Drehkreuz hier unten drauf und dann ist es fertig. Also, das war's. Ich dachte, man muss es noch verschrauben. Nein. Wie gesagt, das ist ja mein erster Bürostuhl, aber... Ah, funktioniert sogar. Das war's. Ich bin fertig mit dem Aufbau. Ich fasse es nicht. So, eine gefühlte halbe Stunde später, also jetzt das Gesamte hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert, steht der Stuhl jetzt hier. Junge, ist der groß. Oh. Halleluja. Also, scheint zu funktionieren. Okay. Also das ist wirklich was für sehr große Leute. Selbst die unterste Position ist ziemlich hoch. Ja, das ist der Stuhl, meine Lieben. Ich werde ihn gleich nochmal von näher zeigen, aber so im ersten Moment. Okay, naja. Also weich ist was anderes. Es sieht zwar extrem gepolstert aus, aber das ist irgendwie... Das ist nicht so das Wahre. Weichi. Also ich muss schon welche 50 Kilo mehr wiegen, um hier das dauerhaft zurückzumachen, ohne meinen Beinen nachzuhelfen. Also zurücklehnen ist hier nicht, das heißt dann eher zurückdrücken. Wie so eine Übung im Fitnessstudio, wo man den Rücken trainieren muss. Okay, ja. Armlehnen sind okay. Ich kann mir den Kopf sogar anlehnen, das ist angenehm. Das fehlt mir bei den meisten Bürostühlen, weil die Lehnen sehr kurz sind. Nur sonst, gut sieht er aus, das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Funktioniert. Naja, gut. Ich zeige ihn jetzt nochmal von nahem und dann ein kleines Fazit. So, das ist er nun. Ja, hier sieht man übrigens ein paar Fingerabdrücke. Also ich bin jetzt ein bisschen in Schwitzen gekommen durch den Aufbau, das muss ich mal zugeben. Ach, das sieht ja richtig scheiße aus. Also. Naja gut, das ist Kunstleder. Das ist halt. Es sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall, das Kunstleder. Aber mit den Fingerabdrücken ist es schon ein bisschen schwierig, wenn man da ein bisschen mehr schwitzt und so. Ja, also designtechnisch ist das jetzt so eine Sache. Gefällt ihm das oder nicht? Er ist halt nagelneu, so richtig weich sieht er auf jeden Fall aus, aber ist er nicht. Also die Lehne ja, aber unten das ist ein bisschen unangenehm. Naja, die Lehnen, also die Armlehnen sind wirklich sehr angenehm. Das Design finde ich auch geil. Also das Weiße, also die weißen Rollen, diese silberglänzenden Chrom-Design-Teile. Sieht gut aus auf jeden Fall mit dem Schwarzen. Naja, er ist wirklich groß.
Also sehr groß, da passen auch beleibte Leute rein auf jeden Fall. So sieht's aus. Nur von Namen, was die Qualität angeht. Sieht eigentlich wirklich nicht schlecht gemacht aus. Da kann man auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Wenn man jetzt diesen Stuhl sieht im Büro oder so, sieht man die von Weitem, dass er nur noch nie gekostet hat. Aber wenn man sich draufsetzt, dann merkt man es doch. Und wenn man ihn schiebt, ja, also das ist eigentlich auch nicht normal. Guckt mal, wenn ich den jetzt drehe, sollte sich eigentlich das Drehkreuz nicht drehen, sondern nur der obere Teil des Stuhls. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Widerstand ist wirklich hoch. Naja, okay. Nur mal schnell zum Vergleich der Stuhl, den ich hier habe. Wie gesagt, Neupreis ca. 1300 Euro. Das ist schon was anderes. Ihr seht es, hier dreht sich unten nichts mit. Der ist jetzt ungefähr 15 oder 20 Jahre alt. Das muss man anmerken, das ist kein Witz. Echtes Leder natürlich an der Lehne hier. Sieht man vielleicht auch. Ist auch nicht mehr das Neueste jetzt, aber ist schon auf jeden Fall was anderes. Hier auch echtes Leder. Sehr angenehm. Hier wackelt nichts. Hinter der Rückenlehne ist nochmal ein bisschen härter auch. Sieht sehr angenehm aus. Hier auch alles mit echtem Leder bespannt. Nutzt sich natürlich auch ab mit der Zeit über die Jahre. Aber hier gibt es halt noch mehr. Die Lehne ist halt nicht befestigt an dem unteren Teil. Das macht das Ganze sehr angenehm. Seht ihr, was ich meine hier? Das sind unten den Mechanismus. Und ja, kann man halt alles einstellen. Hier sind die Armlehnen nicht an der Rückenlehne befestigt, das meine ich ja. Bei dem anderen sind die ja verschraubt. Das ist dann halt was Höherwertiges, aber darum geht's jetzt nicht. Ich will euch nur mal meinen Vergleichsstuhl zeigen, an den ich gewöhnt bin, an den mein Arsch seit wirklich 10 Jahren gewohnt ist. Also, was gebe ich ihm für ein Fazit? Ist gar nicht so einfach, oder? Ich habe nicht vor, ihn jetzt noch länger zu testen, also ein Langzeitreview zu machen, weil dann müsste ich ja sehr lange jetzt drauf sitzen und das ist wirklich nicht in meinem Interesse. So viel dazu. Also deswegen gibt es jetzt im Prinzip nur einen ersten Eindruck hier in diesem Review. Aber ich denke, der erste Eindruck reicht aus, weil ich sage es mal so, besser wird es nicht, wenn ich ja den länger verwende. Also ihr habt jetzt gesehen, was ihr von 100 Euro bekommt. Das ist in dieser Branche der Bürostühle nicht viel Geld, aber ihr bekommt dafür halt auch nicht viel. Ist bei euch, ob ihr euch das gute Stück gönnt, sonst halt mal Noble Chairs abchecken oder so, eher so ein etablierter Klassiker, oder halt wirklich mal ins Fachgeschäft gehen. Es zahlt sich aus, da was zu investieren, und ein guter Stuhl hält auch 20, 30 Jahre. Ist kein Witz. Aber naja gut, ich kann natürlich auch jedes Jahr einen neuen kaufen und da bin ich nach 10 Jahren immer noch besser weggekommen als mit dem anderen Stuhl.